Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der heutigen Debatte zum Internationalen Frauentag sollten wir uns vor allem eines vor Augen führen. Zeit hat in der gegenwärtigen Gesellschaft einen anderen Stellenwert als noch zur Generation unserer Eltern und Großeltern. Zeit ist heute eine Schlüsselressource und sollte auch so behandelt werden. Wir brauchen daher eine moderne, lebenslauforientierte und bewusste Zeitpolitik für Frauen und Männer. Eine Zeitpolitik, die Freiräume schafft für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch Wahlmöglichkeiten offen lässt und sowohl verschiedene Lebensverläufe berücksichtigt, als auch unterschiedliche Familienmodelle akzeptiert. Als berufstätige Mutter von 3 Kindern weiß ich nur zu gut, wovon ich rede, und weiß auch, dass der Spagat zwischen Familie und Beruf immer noch häufig eine große Herausforderung, insbesondere für die Frauen, darstellt. Wir brauchen daher ein Gesamtpaket an Maßnahmen, insbesondere um die Chancengleichheit von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt zu verwirklichen. Wir setzen deswegen für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf das Zusammenspiel von erstens materieller Sicherheit durch familienpolitische Leistungen, zweitens eine familienunterstützende Infrastruktur und daraus ergibt sich drittens mehr Zeit für Familien. Was heißt das also ganz konkret? Mit dem Elterngeld und dem Ausbau der Kinderbetreuungsangebote sind wir in den letzten Jahren schon ein ganzes Stück weitergekommen. Aber um den Bedürfnissen von Eltern weiterhin gerecht zu werden, brauchen wir eine Flexibilisierung der Elternzeit. Zukünftig sollen 24 statt 12 Monate flexibel zwischen dem 3. und 8. Lebensjahr des Kindes von Müttern und Vätern in Anspruch genommen werden können. Und dieser Ansatz zeigt Wirkung. Bereits seit Jahren steigt kontinuierlich der Anteil der Väter, die Elternzeit nehmen. Dieses hat nicht nur positive Effekte auf die Vater-Kind-Beziehung, sondern auch auf das gesamte Familienmodell und einem modernen Rollenverständnis von Frauen und Männern. Und das bestätigt, dass wir mit unserer Politik auf dem richtigen Weg sind. Dazu gehört auch eine flexiblere Elterngeldregelung. Und mit der Einführung des sogenannten Elterngeld Plus soll Eltern unter anderem für die Dauer von bis zu 28 Monaten die bestmögliche Inanspruchnahme ermöglicht werden. Insbesondere in Kombination mit einer nicht geringfügigen Teilzeittätigkeit wird die neue Elterngeldregelung den Wiedereinstieg auch für Alleinerziehende erleichtern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf das Thema Wiedereinstieg möchte ich Sie in diesem Zusammenhang besonders aufmerksam machen, da es meiner Meinung nach eine zentrale Rolle in dieser zeitpolitischen Debatte ist. Denn fehlende Rahmenbedingungen erschweren und verhindern im schlimmsten Fall einen beruflichen Wiedereinstieg von Frauen nach einer Familienphase. In den Beruf zurückzukehren, steigert nicht nur das Selbstwertgefühl der Frauen, sondern in vielen Fällen trägt es auch zur Existenzsicherung der Familie bei. Das männliche Brotverdienermodell, in dem der Mann Alleinverdiener der Familie fungiert, hat, wie wir alle wissen, längst ausgedient. Der Wiedereinstieg der Frauen in den Beruf ist kein punktuelles Ereignis, sondern ein Prozess, der sowohl gesetzlich flankiert als auch gesellschaftspolitisch begleitet werden muss. Einen wichtigen Beitrag zum Gelingen leistet der Arbeitgeber. Eine familienfreundliche Arbeitswelt und familienbewusste Arbeitszeiten sind das eine. Die Möglichkeit für betriebliche Kinderbetreuung bzw. die Kinderbetreuungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene sind dabei das andere, um einer guten Infrastruktur für Familien gerecht zu werden. Dazu gehört für mich auch das Recht auf Teilzeitarbeit. Dies muss überarbeitet und weiterentwickelt werden, gerade auch in Bezug auf die jungen Mütter ohne Berufsausbildung.
Hier sollten wir Angebote wie die Teilzeitausbildung weiter ausbauen und fördern. Damit verbunden sehe ich auch das Thema Rückkehrrecht. Wer sich zeitlich begrenzt eine Auszeit für die Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen nimmt, leistet einen wichtigen gesellschaftspolitischen Beitrag und sollte daher auch die Möglichkeit haben, zu einer früheren Arbeitszeit zurückkehren zu können. Das Arbeitskräftepotenzial der Frauen darf grundsätzlich und in Zeiten des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels nicht unausgeschöpft bleiben. Im Wettbewerb um die besten Köpfe haben viele Unternehmen diese bereits erkannt und bieten familienfreundliche Maßnahmen in ihren Familien wie Betriebskitas an. Firmen sollten Betriebskitas dabei nicht als finanzielle Belastung, sondern als Vorteil um den Wettbewerb von guten und motivierten Arbeitskräften ansehen. Und nicht zuletzt auch Familienfreundlichkeit als Chance in ihrer Profilbildung begreifen. Gerade solche familienfreundlichen Maßnahmen und Angebote sind für die jungen Mütter und Väter heute der sogenannten Generation Y besonders wichtig und Kriterium bei der Jobsuche. Wie jüngst ein Zeitartikel beschrieben hat, stellt diese Generation die Zeitsouveränität in den Mittelpunkt ihres Lebensverlaufs und fordert selbstbewusst Freiräume ein. An dieses Lebensgefühl muss auch unsere Zeitpolitik anknüpfen. Aber ich sage auch, dem Beispiel vorbildlicher Firmen, die Verständnis für neue Formen der Lebenszeitplanung aufbringen, könnten wir noch viele andere Unternehmen anschließen. Ich halte fest, nur die Kombination aus familienpolitischen Leistungen und einer verlässlichen Infrastruktur für Familien ebnet den Weg für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und es ermöglicht Frauen wie Männern mehr Zeitsouveränität, vor allem für ihre Freizeit und somit auch mehr Zeit für ihre Familie. Vielen Dank. Auch Ihnen, Kollegin Hörlings, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer ersten Rede. Als nächster Redner erhält Sönke Rix das Wort.